Dann lass ich ihn für Tat schicken. Hm. Das war 35 und nicht 31. Ach, ich kann mir doch eh nichts in diesem Spiel merken. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir Leute töten mussten. Mach Chicken immer automatisch. Muss Chicken sich erinnern. Getötet werden. Töten, 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 weiter töten. Hier liegt noch mehr viel Zeug, als ich zurückgelassen habe. Ja, ich habe ein paar Leichen und Reste geplündert. Wie gefällt dir mein neues Accessoire, Rappi? Wo ist wo? Was genau? Ah, Nasumi. Ja, Nasumi ist da! Ich musste es einfach tun. Ja, ich weiß. Nasumi ist wieder da. Solche Leute, hä? Was ist Nasumi? Keine Ahnung, guck mal, ob Vivian in der LP ist. Oh nein, Addon. Ja, ich muss ständig da. Ich schon wahrscheinlich Levi und Bier verlangen, so nochmal das alte Schauen, was Jing schon gemacht hat. Ja. Denken sich alle, nee, ich warte lieber drauf, bis Chicken das auch dazu zusammenschneidet. So, was hier jetzt passieren würde. Da muss ich nochmal die alten Daten rankommen von meinem PC, der nicht. Eine blaue Scherbe, was ist das denn? So episch simuliert für das sei für Däumungsbomben, also für Sprengstoffmeister. Sprengstoffmeister. Wo ist Chicken denn? Das ist der Boss. Deswegen bist du auch nicht lang gegangen. Nee. Muss mir auch sagen. Oben so einen Bereich gesehen, der nicht aufgedeckt war, und hab mir so gedacht, ja, gehen wir da mal hin. Hab ich den einfach ignoriert. Ich dachte, das ist hinter mir hergelaufen. Ich habe gar nicht gesehen, dass er hingelaufen ist. Also? Ja, wenn du Chicken du bist, muss Trappis Anstandsfrau sein. Er sagt immer Chicken, sie würde mich an die Leine halten. Nein, er wollte immer Chicken mich an die Leine halten. Ja. Er versucht immer den Spieß umzudrehen. Rappi will mir nie meinen Spaß lassen. Ah. Ja, darf Chicken nicht Leute töten. Spaß. Meine Güte, Go. Und ein Haros Duell, der Verdammte. Mehr Wirbelsturm. Ein Wirbel ein bisschen durch die Luft. Wenn das gehen würde. Meine ich. Ey, noch geliebt am Robon. Juhu, sie lieben uns. Sie verehren uns. Irgendwann werden sie uns verehren müssen. Ja, da ist was und langsam zu aufhören. Wann ist die Rover die 31? Oh, da, rein. Vom Typen haben. Man kriegt Punkte drauf, um Dinge zu kaufen. Wie meinst du? Es gibt doch so einen Typen, wo man Rufpunkte braucht, um Dinge zu kaufen. Ah, du meinst der. Was willst du denn? Fraktionshändler. Das ist ein Kloppe. Schwein. Da war einer. Das ist ein Klopp, der Gegner tot schreien. Eis! Die mir einfach ausweichen. Ah, ein Unfair. Ist die Skyrim? Schmeiß meine Feuerbälle. Ah, oh, war schon wieder voll, ey. Yay, jetzt hab ich einen Hirsch voll. Hirsch ist voll, jetzt kann ich Ulo Hüter des Wassers killen. Ich brauche noch eine Bauschenbrunnen, habe ich den Löwen auch voll und dann kann ich den Ursprung bewegen.
Ich brauche noch 5. Wie viele Ursprungspunkte brauche ich denn? Noch 5 Schreine dann. Ursprung. Gut. 6. Verkaufen wir mal schnell den Müll. Müll verkaufen, ja. Come see what's left of my wares. Nur Arm verkaufen. Das ist eine Verkaufsfolge. Wissen Sie, sind nicht so schlimm wie in Skyrim. Meinst du? Ich hätte viel früher alles offscreen machen müssen. Ach. Ja, würde ich nochmal in Skyrim AP machen, würde ich alles anders machen. Oder so. Scheißer Vergleich, einfach schnell verkaufen. Ich mache ja kein Skyrim LP. Habe ich ja schon gemacht. Okay, du Skyrim-Korb. Ja. Reib ihr dann Rossspinnen, ja, die Schnauze schlägt. Ne, die haben keine Schnauze. Im Nahkampf tut er das. Ja, ich habe sowieso einen ganz angenehmen Trick entwickelt, um die großen Viecher zu triggern, ohne Räume zu betreten. Sicher, dass man nicht hier der Gever draußen ist. Dann wollte ich nicht mehr einen Trick dazu, wenn ich laufe rein, schlag tot und das war schon. Wie, ich brauche nicht mehr den Trick anzuwenden. Habt ihr das gehört? Nein, wenn Coop gibt. Nur weil ich dafür Illusion 100 Stufe skillen muss. Ich sagte ja, wenn Coop rauskommt, dann brauchst du nicht mehr verwenden. So schwer ist das denn auch nicht, das auf 100 zu skillen. Einfach nur immer Lautlosigkeit spam und fertig. Ich weiß, voll unbalanciert. Die Meisterschaft. Der Skillbaum. Ja, Beschwörung ist noch unbalanciert. Da kann man einfach Seelenfalle auf tote Körper zaubern und so das skillen. Das Einzige, was am ewig für brauchst, ist nur Wiederherstellung und Zerstörung, ja. Genau, Zerstörung. Die einzigen Meisterschaften. Für Veränderung kannst du dich mit den Füßen ins Wasser stellen und Wasser zaubern. Ja. Ich meine, die wichtigsten Klassen sind voll schwer, also scheiße balanciert. Ein schneller Weg, um Zerstörung auf 100 zu leveln. Man muss erstmal es auf 100 leveln und dann die Meisterzauber anwenden. Ja, toll. Wow. Ja, wir sind schon. Man trainiert mit Trainern erstmal auf, so viel man kann, und liest sich dann Lehrbücher durch. Scheiße balanciert, Zerstörung. Na gut, Wiederherstellung, das geht dann auch. Man kann ja ständig Skelette mit einem. Oder man holt sich den Sperg-Mod und stellt so ein, dass ja. Durch jede Quest kann man dann auch ein paar Random Skill. Also. Random Skill, Skill-Punkte bekommen. Hast zum Beispiel eine Quest, dann kann es passieren, dass du plus 1 auf Zerstörung bist. Okay, jetzt chill. That's locked. Dann ist zu. Oh Gott, jetzt. So, Portal auf. Du musst erstmal Wörter überlegen. Das ist schon der Bösewicht. So, das ist ja Zarsusia-Land. Oh Gott. Tot. Ja, das ging schnell. Also, ich habe Portal aufgestellt. Wie, das Skill ist nur Trädy. Von Kaltrang saufen. Wo ist der? Das Ding? Der ist hier nicht. Ah, nein. Schon wieder. Dann Feuerbälle, die schmeißt. Das ist ein Schriften. So, noch mehr Zeug. Ich sehe nichts. Du liegst in Führung. Kaderos, wir haben Leute besiegt. Du hast den Priester vernichtet. Das war ein Priester? Ja, Priester Sassulan.
Es ist vollbracht. Der war schon tot. Lablabu. Yay. Mein Meister wird erfreut sein für deinen Dienst. Verleihe ich dir diesen Schlüssel. Irgendwie wollte ich gerade Schädel lesen. Weil ich Nasumi in der Hand halte. Mhm. Das ist der einzige Weg, um uralte Orte dieser Welt aufzuschließen. Was meinst du mit uralten Orten? Ja, viele Tore wurden vor langer Zeit durch inzwischen verlorene Mächte verschlossen. Die Tore vor dir waren durch solche Mittel verschlossen. Das Ding! Tor der Qual! Yes. Aber ich muss dich warnen, der Schlüssel wird zerstört, wenn er einmal benutzt wurde und die Tore bleiben nicht lange offen. Bist du einmal drin, führt der einzige Weg hinaus am hohen Vollstrecker vorbei oder durch den Tod. Wer ist der hohe Vollstrecker? Kamos. Er war der Akuvianer, der für Uroborux Folter beauftragt wurde. Jetzt wird er bis in alle Ewigkeit leiden. Nur mehr Fragen. Was liegt hinter diesem Tor? Nee. Diese Tore wurden von Uroborux selbst verschlossen, nachdem er die Akuvianer zu ihrem leblosen Schicksal verdammt hatte. Hinter ihnen befindet sich die Akuvianer, die er zu einem ewigen Leiden verflucht hat. Nur ein Bruchteil der Folter, die sie ihm angetan hatten. Du musst vorsichtig sein. Die gefangenen Verfluchten dort unten werden eine weitaus größere Gefahr darstellen als alles, was du bisher in diesen Hallen gesehen hast. Oh, also ja. Erst mit Level 100 runtergehen. Wer ist Uroborux? Er war ein großer Gelehrter und Meister der nekrotischen Künste. Seine größte und schrecklichste Errungenschaft war, dass er die Gier der Akuvianer nach Unsterblichkeit gegen sie wandte. Naja, das... Ne? Ja, sie selbst ist an Schuld. Was mache ich mit dem Skelettschlüssel? Bestimmt nicht Nocturnal zurückgeben, nein, nein. Er wird viele uralte Tore öffnen, einschließlich das vor dir. Aber Vorsicht, der Schlüssel wird zerstört, sobald er einmal benutzt wurde. Und die Tore werden sich sofort hinter dir schließen. Also so ist der Skelettschlüssel in der Elder Scrolls Serie besser. Kann ich nicht den benutzen? Checken. Hm. Bist du einmal drin, führt der einzige Weg, ja, entweder Vollstrecker oder unser Tod. Aber den können wir ja immer wieder herstellen. Wir haben ja ein Bauchland dafür bekommen. Wer ist der hohe Vollstrecker? Kamos. Hast du schon vorgelesen? Das hatten wir schon. Wir bauen noch kaphonisches Blut, Leichenstaub und Ektoplasma, um den herzustellen. Was war der Zweck der Stufen der Folter? Es war ein Ort der Qualen und lebenslangen Gefangenschaft für jene, die die Akuvianer für ihre perfekte Gesellschaft als unwürdig aussahen. Am Ende diente er als Gefängnis für alle Nekromanten mit akuvianischer Abstammung. Und warum dienst du eigentlich Balvok? Ich habe geschworen, ihn zu beschützen, sogar im Tod. Er hat sich als äußerst interessanter Begleiter in meinem Nachtleben bewiesen. Okay. Das klingt falsch. Ja. Aber gut, manche Leute sind halt so. Neue Komponente. Skelettschlüssel. Wenn man den Geschichten Glauben schenken darf, öffnet dieser Schlüssel nahezu jedes uralte Tor, aber nur ein einziges Mal. Einmal pro Tür. Neue Komponente. Olerons Ketten. Die zerbrochenen Ketten. Plasma habe ich gerade aufgebraucht. Die zerbrochenen Ketten, die früher einmal die Wut der Gottheit Oleron enthielten. Plus 3% volle Schadenstypen, plus 6 Angriffsqualität, plus 1% Angriffsqualität, 6% kürzere Gefangenschaftsdauer. Okay. Ist das den Schattenstachelvollstrecker? Ach, das soll eine Waffe sein. Hm? Das ist eine Knarre. Sah aus wie so die Lichtschwerter aus Star Wars zuerst. Ja, und ich habe Zartulisans Schriften. Habe ich auch. Gut.
Der, den sie Uroborok nennen, verspottet die Götter. Die hohe Vollstrecker schnitt an seinem Fleisch, aber die Wunden wollten nicht bluten. Seine Gliedmaßen wachsen nach. Seine Haut ist gegen Feuer unempfindlich. Ich glaube, es ist für mich an der Zeit, in diesem abscheulichen Ort hinabzusteigen und mich selbst um den Ungläubigen zu kümmern. Wir werden sehen, wie er auf das reinigende Feuer des Göttlichen reagiert. Naja, das Charakter kommt ja auch vor in dem Spiel. Wer? Was? Was Charakter? Dein Charakter. Titan Quest. Ach so. Nein. So toll bin ich auch nicht. Atorgewalt. Ach ja, ich habe bisher vier solcher Orte gefunden im Spiel. Also drei im Hauptspiel und einen im ersten Add-on. Wofür man solche Schlüssel braucht. Bezogliche Teile. Man kann dort keine Schnellportale aufmachen. Das heißt, einmal drin. Das heißt, wenn du stirbst, kann ich dich auch nicht zurückholen. Sie sind quasi die Final Legs Dungeon dieses Spiels. Man kann keine Portale öffnen und wenn man tot ist, muss man wieder neuen Schlüssel herstellen, um hinzukommen. Das heißt, Tore verschließen sich jedes Mal, wenn man stirbt. Das heißt, man muss immer vorsichtig sein. Wenn man gut ausgerüstet, dann haufenweise Heiltränke und immer vorsichtig in Kämpfen umgehen. Ich und vorsichtig. Ja. Happy, please. Wie gesagt, ich habe bisher drei in diesem Hauptspiel gefunden und dann im ersten Add und im zweiten, dann habe ich sie ja noch nicht ganz gefunden. Da sind wir wieder raus. Ja, die Aufgabe ist jetzt abgeschlossen. Wie will, dass wir vorsichtig sind? Also haben wir diese, ja mal im Rahmen gesehen, ne? Mit dieser für... Dumbkill. Das heißt, wenn man diese Orte durchstreifen möchte, dann nur gut ausgerüstet. Und auf Level 100. Naja, ich denke 60 oder 70 reicht schon aus. Apropos Level 100, ich müsste mir mal angucken, ob sich jetzt auch das Level der Sichel des Kronos in Titan Quest erhöht hat an benötigtes Level, jetzt wo ein neues DLC da ist. Ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. Abdor, seit wann kannst du denn denken? Ich hab den Weg nicht gefunden. Ich kann auch hochgehen und ein Portal für dich öffnen. Ich leg noch Zeug. Ja. Immer vor, wenn du immer nicht draußen bist, mach ich schon ein Portal auf. Ja, der Raptor-Taxi. Oder du nimmst mich Huckepack. Ja, könnte ich auch. Na, hoppe, hoppe, Reiter. Das ist die falsche da durch. Hier mit Käfige da unten. So, draußen. Benutze ich Rapier als Pferdchen. Total offen. Oh, ich habe schon ein recht cooles Pferd in Skyrim. Ah, dann bin ich hier. Es brennt so wunderschön. Wie gesagt, du kannst auf Grund aussteigen und mit ihm fliegen. Nein. Bitte zerquetscht! Ach, bitte. So, wohin haben wir hinter uns? Quetsch, ah, blablabla. Bisschen mehr Kostüm. Jetzt werde ich noch einen besseren Blutsauger. Level up für den Rapi. Ich weiß. Was soll ich die Weihnachtsmusik schicken? Ja, ich weiß, es gibt hier nicht sehr viel zu kommentieren. Wow. Mehr als ich gestern hatte. Machen wir werden 45 Minuten Kreis gelaufen sind. Oh je.
ganzen ihr Sponsoren mit Platinum-Member, Gold-Member und Silber-Member mussten auch alle erwähnt werden. Nicht durch Entwicklung. Warum mussten so viele Leute auch dabei teilnehmen? Das haut erstmal ein Wildschwein auf den Hintern. Töte, ist das sexuelle? Ja, Kürz haut ein Wildschwein auf den Hintern, nicht so. Töte, ist sexuelle Belästigung. Geil, dafür habe ich mir wunderschöne Namen für kommende Waffen mit Flugteile ausgedacht, die es irgendwas geben wird. Warte. War, glaube ich, was Wichtiges in der Nähe. Genau hier. Pass auf, gefährliche Mine. Mine gezeichnet. Oh, komm, wir müssen. Ich wollte gerade lesen! Gesamtschaden wird um 80% modifiziert. 100% Elementarschaden, Verbrennungsschaden, Frostbrandschaden, Stromschlagschaden und minus 30 Verteidigungsqualität. Oh nein. Was war dieser Dad? Immerhin, wir sind jetzt verdammt stark. Ich fühle mich so müde. Sind auch wieder Wächter, der Dreiecksengötter hier. Zeichnen die auch wieder Huhn auf dem Boden, die uns töten? Brauche ich nicht. Naja, ah, es war Crow nicht. Das war Crow vor allem. Ja, Krähe. Erraten war's. So, hier ist der Wächter. So war es Wächter. Oh Mann! Alter, was für ein Giftschaden, ey. Die Hand ist hier, ja. Genau, das ist der Schrein zu Sola, ey. Der verborgene Weg, Solal, ja. Du bist weit gereist, du hast viel gesehen, such und da, aber trotzdem blendet dich der Schleier zwischen den Welten vor der tieferen Wahrheit. Jetzt ziehe ich meine Sonnenbrille auf. In der Welt, die wir bewohnen, tatest du dich vorwärts, gierig nach Antworten, die das Kaiserreich und seine Luminari verweigern. Sie halten uns für Ketzer, Anhänger falscher Götter und dennoch kann keiner behaupten, die Macht ihrer Gottheit gesehen zu haben. Ihre Illusionen! Zeig mir die Krüppel, die Mensch hier geheilt hat, die Armeen, die Olyon ins Wanken gebracht hat, die Bestien, die Mokdrogon vor der Jagd verschont hat. Du kannst es nicht, weil sie nicht real sind. Aber die Hexengötter vom Menschengeboren waren aufgestiegen, um uns von unserer eigenen Ignoranz zu befreien. Wenn du bereit bist zuzuhören, werden sie auch dir die Augen öffnen. Okay, ich höre zu. Ich höre nichts. Die Augen, die sagen mir nichts. Also ah. Dann werden sie sich die Augen öffnen und dann werden wir die Augen geschossen machen. Okay, das Spiel ist auch sofort blind. Ach, schick, das ist doch für dich blind. Aber jetzt so richtig blind, weil sie werden unsere Augen nicht öffnen, weil wir ihr nicht zuhören können, weil sie nicht mehr sprechen. Ja. Erstmal aus Frust einen Schluck trinken. Ja. Du stehst jetzt vor dem Schrein, Solaels. Hey, so ist doch mein Zauber. Gerade aufgefallen, da fehlt unten was. Ich habe eine Fähigkeit verloren, weil ich jetzt anders gekleidet bin. Ah. Dem jüngsten der drei. Auf seinen Befehl erscheint Feuer, das Wesentliche des unheimlichen Reiches, das er so formt, wie er es will. Ja, und er formt es um meine Füße herum, denn sie brennen. Gekleidet in schwarzer Robe, die seine magere Gestalt verbirgt, gleitet Solals ungesehen durch den geheimnisvollen Schleier und jagt ahnungslose Sterbliche wegen ihrer Lebenskraft. So manch
frommer Solals wurde gebeten, das ultimative Opfer zu bringen, sich selbst vor den dunklen Gott darzubieten und sein Leben zu opfern, damit Solals denjenigen, die übrig bleiben, seine unendliche Weisheit schenken kann. Genau, die haben Blutopfer. Du würdiger Suchender hast noch nicht die Aufmerksamkeit der Götter. Aber ich hab doch Blut, und zwar das Blut von meiner kleinen Axt. Das ist so eine Axt, oder? Mhm. Eine Einhand-Axt. Das hier von meiner Axt tropft. Hier, ist das nicht Blut genug, um die Aufmerksamkeit der Götter zu erwecken? Nur eines, nicht alle drei. Oh. Ja. Aber du weißt, dass du dich mit jedem Schritt, den du machst, den drei näherst. Reise jetzt ins eisige Land im Norden. Ist mir jetzt schon kalt. Und vor langer Zeit primitive Stämme, Menhire, errichteten. Bewaffnet mit den Worten Solales und Trix wird sich dir der Weg öffnen. Na, ich bin auch schon mit Solales bewaffnet, mit seinem Hexenfeuer. Hab ich nicht auch Trix? Ja, du hast ein Auge. Ja, ich hab Trix Blut. Ich bin mit beiden bewaffnet. Also kann nichts schief gehen. Ja. Und mit der Raptor an. Zugrunde gehen. Ja. Zugrunde gehen, nicht wahr, du merkwürdiger Typ? So leid. Genau, mit dem Dolch, mit dem Blutopferdolch. Ein Blutdolch. Wir wissen Bescheid. Müssen wir nach Norden. Wo ging's denn mal raus? Da. Nein, oder doch nicht? Hä? Tut er sich nicht. Wo sind wir nochmal reinkommen? Ja, da oben beim markierten Stein, aber ich kann ihn nicht anklicken. Ach so, da. So. Man muss einfach nur ein bisschen näher gehen, oder beide müssen hier sein. Muss mich daran anschmiegen. Oh nein. Körper von irgendjemandem. Bei Kontakt mit einem Stein. Mhm. Solange es nicht zu intim wird, ist noch alles okay. Ja. So. Ich glaub, okay. Sie zerfetzt es alle in Stücke. So, mal hier, da ist Anton. Nicht geforscht. Ah ja, was ein trockener. Oh, da kommen sie angeflogen. Weil ich zu lange in ihr Nest gegangen bin. Ja. Das ist ein trockener Einöde, ey. Die haben Knochen in ihrem Nest. Ein Knochen, die wie ein X geformt sind. Da drin ist bestimmt ein Schatz versteckt. Ja, meinst du, der ist ein Knochen? Aber das X markiert doch immer einen Schatz. Ach so. Vielleicht du ihn so, als ob wir den Schatz versteckt haben. Vielleicht schon als Köder. Genau. Und dann gierige Leute dort hinlocken und dann immer essen. Nur weil ich ein Hühnchen bin. Na. Alle wollen mich immer essen. Ja, wo ist auch möchte gern Hühnchen. Ah, Power Break. Nur noch ein Heldenmonster platt gemacht. Ja, das ist ein großes Gebiet hier. Ja, so ein langer Weg nach. Merk ich. Homestead, genau. Heute tief. Es wird Regen geben. Das wird ein langer Weg nach Homestead. Bin gespannt, ob die Leute in der Gefängnisse bis dahin aussagen können. Nicht, dass sie verhungern und sind da umsonst hingelaufen. Nee, die verhungern alle. Ja. Ist doch ein Krieger. Alle verhungern sie und Mutter, die Verlassene. Genau. Wir erlegen sollen. So, Lothar, aber deine Mutter möchte, dass wir dich erledigen. Ja. Kurve irgendwie tot.
Ja, da war bestimmt ein Fähigkeiten von der den Modulator hier. Ich habe auch einmal nur gesehen, dass ich nur mein Irrlicht hatte. Kannst du nicht mitkämpfen, Irrlicht? Irrlicht ist nur zum Beleuchten, nur wandernde Glühbirne.